Wir denken ständig, ob wir wollen oder nicht. Jeder von uns hat pro Tag bis zu 60.000 Gedanken. Ich bin ein Dummkopf. Ich mache nie etwas richtig. Ich hasse meinen Körper. Ich bin viel zu dick. Ich bin eine Chaotin. Aus mir wird nie was werden. All diese Gedanken haben Konsequenzen. Denn jeder Gedanke ist pure Energie, die wir aussenden. Und zwar nicht nur in eine gezielte Richtung, sondern in alle Richtungen. Und diese ausgesandte Energie sucht sich nun auf ihrem Weg eine gleichschwingende Energie. Sie sucht sich also eine Energie, die mit unseren Gedanken in Resonanz steht. Und diese Energie wird nun von unserer Schwingung ebenfalls in Schwingung gebracht. Dies ist die wesentlichste Aussage des Resonanzgesetzes. Andere Menschen, Dinge oder Ereignisse können sich dem Schwingungsfeld, das wir in uns erzeugen, nicht verweigern, wenn sie mit unserer erzeugten Frequenz in Resonanz treten. Aber was ist nun der Vorteil, wenn andere durch unsere Energie zum Schwingen gebracht werden? Hier kommt die zweite grundlegende Aussage des Resonanzgesetzes ins Spiel. Gleiches zieht immer Gleiches an. Jeder Gedanke, jeder, ob positiv oder negativ, erzeugt ein Resonanzfeld. Und alles, was mit diesem Resonanzfeld gleichschwingt, wird unweigerlich in unser Leben gezogen. Deswegen ist es so wesentlich für uns, sehr genau zu wissen, welches Resonanzfeld wir bewusst oder unbewusst aufbauen. Deine geheimen Wünsche, auch wie du andere beurteilst, dein endloses Geplapper im Kopf wird zu einer Art von Absicht. Und wir senden dadurch ununterbrochen Informationen aus. Wir sind wie ein durchlässiges Sieb. Und die Wissenschaft zeigt, dass wir ständig Informationen in Form von Lichtemissionen aussenden und empfangen. Durch unsere Gedanken senden wir Energie aus. Wunschenergie. Energie, die sich materialisieren möchte. Die Frage ist also, was denkst du ununterbrochen? Was denkst du vor allem von dir selbst? Ich bin ein Geschenk Gottes. Ich bin voller Hingabe. Ich bin liebenswert. Ich bin voller Liebe.